Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von No Time to Explain. Ja, ja, mein Ich mache schon. Schaut euch diesen Wartungstanz an. Wir sind in der Festung unseres bösen Ichs. Wir haben uns mit einem anderen, mit dem Shotgun-Typen verschmolzen. Hatsamingo. Ach, weil wir so und so viele Hüte gesammelt haben. der Hut passt ja schon sehr, passt ja perfekt. Oh, verdammt. Verdammt, das gefällt mir nicht. Oh, Mann. Perfekt. Und ja, wir müssen ihn jetzt aufhalten. Oh, gar nicht mal so schlecht. Okay, da muss man ziemlich knapp schießen. Okay. Meine Frau hat mich verlassen. Und ich weiß nicht, was ich mit meinem ständigen Leben jetzt anfangen soll. Ich könnte Videospiele spielen, aber diese nach einer Zeit auch ziemlich langweilig. Oh, Mann. Oh, falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Was mache ich hier? Perfekt. Ich will den Hut. Perfekt. Ich weiß, ich wechsle viel, aber die Hüte begeistern mich. Ich sehe alles. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ach, je. Ah, je. Das kann ja gut enden. Okay, wie soll denn das gehen? Also irgendwie muss ich darüber auf die Plattform kommen, aber wie? Oh, komm schon. Tu's richtig. Gar nicht mal... Ach so, ich muss mich dann wieder drehen, verstehe. Ich verstehe schon. Ich verstehe, wie es gewollt ist. Nur muss ich es noch hinkriegen und nicht immer runterfallen. Ich mache einen kleinen Tippelschritt und ich falle runter. Das ist ja nicht meine Absicht. Ich will da... Ja, ich muss da rechts und da links hoch. Es könnte das Finale sein, dieser Part. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Okay, richtiger Winkel. Falsche Richtung. Hat... Echt? Ein... Ich mache einen Schritt und ich falle runter. Falsche Richtung. Verdammte Kiste. Der Punkt ist schon gut. Nur der Winkel passt noch nicht. Perfekt. Ach nein, komm schon, alles nochmal von vorne. Das ist so eine Sache, die man in einem Rutsch machen muss, hä? Ich will einen Tippelschritt machen. Ach, komm schon. Komm schon, ich beweise, ich kann dieses Spiel schaffen. Und ich werde diese Starren besiegen. Ich will einen Tippelschritt machen. Nur einen Tippelschritt und keinen 100 Meter Sprung. Das war fast gut. Verdammt. Dabei wieder zu schnell. Wie kriege ich das hin? Ich... Ah. Ich bin ein Meister, mich im Umbringen. Wie oft bin ich in diesem Spiel gestorben? Schreibt mir das mal. Oh Mann. Kann ich mich eigentlich wieder dann wieder schießen, wenn ich einmal auf dem... Nee, ich muss auf festem Boden stehen, damit es klappt. Tippelschritte. Zuckende C-Methode, sag ich da nur. Zuckende C-Methode. Es wird immer schwieriger, das Spiel. Daran sieht man, es ist der finale Level. Kaboom.
Ich muss mich irgendwie abbremsen. Ah. Aber nicht so. Nicht so. Du siehst alles. Du weißt aber nicht alles. Hat die Kraft nicht mehr gereicht. Ach komm schon. Verdammte Winkel. Zeig mir bloß nach dem Spiel in Geodreieck. Ich zerspreche es in tausend Teile. Ich hatte es doch vorhin. Doing it, doing it. Ich sehe nicht, dass du irgendwas machst. Wie tanzen wir eigentlich? Normaler Tanz, okay. Okay, los, los, los. Ach, komm schon. Nope, so nicht. Wie soll man da an den Hut kommen? Volle Konzentration, volle Konzentration. Let me concentrate. No time to explain, no time to concentrate. Ach verdammt, ich kann die Kanone nicht verwenden. Ich muss mich also mit dem Laser abfedern. Okay, gut, gut, gut. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Jetzt tu es auch. Mhm. Huh, yeah, da geht dir einer ab, was? Hör mal auf zu wiehern wie ein Pferd. Das ist ein Zebra. Achso, mein Fehler. Entschuldigung. Ey, Stacheln oben, Stacheln unten. Ich hab die Schnauze voll von Stacheln. Oh, jetzt stand ich sogar noch da. Und nochmal zurück, weil es ja bescheiden war. Okay, jetzt legen wir mal uns ins Zeug und zeigen, was wir können. Das war jetzt zu früh. Das war zu früh abgebremst. Wenn ich nur wüsste hier den Winkel. Oh ja, bring dich doch selber um, dann tust du deinem Bösen nicht einen Gefallen. Oh Mann. Ich will auch nur einen Tippelsprung machen. Oh Mann, Leute, das ist ja fast so schlimm wie der Frosch-Level. Ach, kann ich nicht einfach von unten irgendwie rein? Nein, kann ich nicht. Jetzt hör mal auf, dich immer wieder in die Grube zu stürzen. Das wird langweilig. Hey, ich hab nur ein Hirn, um das zu berechnen. Echt, ich werde wieder so stolz sein, wenn ich das schaffe. Tippelsprung! Tippelsprung, Freunde! Kleidern springen und schießen. Jetzt lass den Kack! Jawohl. Ach komm schon, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, Leute. Keine Sorge, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, sag ich. Ich hab's gleich. Oh mein Gott, sogar mit Hut. Leckt mich doch. Ich habe den heiligen Kuchen nun mal in meinem Inventar. Ach ey. Wow, yeah. So läuft es. So läuft es.
Sehr schön. Sehr schön. Do it. Come on, just do it. Echt jetzt? Also ich muss erst mit dem Laser. Verdammt. Aber nicht schlecht. So wird's gemacht. Ah. Aber ich brauche noch genug Laserpower. Oh yeah. Baboom, ja. Finaler Fight. Was zum... Oh mein, das ist jetzt cool. Wir wechseln nun die Welten ab. Ah je. Na toll, ich brenne. Ach so, durch sein Schild brenne ich. Und, ist es wieder so ein Laserfight? Anscheinend ein Laserfight, ja. Sein Laser gegen meinen, rot gegen blau, gut gegen böse. Wo bin ich hin? Ah, ich muss also einfach nur gegen seinen Laser anhalten. Autsch. Und ich bin tot. Ja, und sein Schild verbrennt mich. Aber schön, dass wir unsere alten Welten nochmal besuchen. All die Welten nochmal besuchen. Wow, ich bin weg. Komm schon, schieß. Komm. Boom. Erste Form geschafft. Und zweite Form. Wunderbar. Wo sind wir jetzt? Aha. Komm schon. Schieß dein Laser. Ach komm schon. Und alles wieder von vorne. Hat es noch gezählt? Hat noch gezählt. Wunderbar. Es hat noch gezählt. Wunderbar. Ich lebe irgendwie noch. Ich Überlebensidiot. I am you from the future. Video games! Das war das Spiel? Okay, und zwei Sachen. Das hier an der Seite und die Uhr, die sollten nicht sein. Das ist wohl ein Fehler vom Spiel, aber... Was war das jetzt für ein Ende? Erstens, er konnte mich und den Bösen nicht unterscheiden. Obwohl der Böse eindeutig einen Schnurrbart hat. Naja, das ist halt wieder Videospiel, aber das Ende jetzt... Das... Das war jetzt cool. Wir sind
Das Spiel endet dort, wo wir begonnen haben, wo nämlich das zukünftige Ich uns warnen wollte und es von dem. Und eigentlich wurde unser zukünftiges Ich von der Krabbe entführt, aber da kam unser Böses Ich in die Quere, hat unser zukünftiges Gutes Ich getötet, unser vergangenes Ich getötet, wollte uns töten und dann wurde das Böse Ich von der Krabbe geschnappt und im Grunde macht das die Zukunft wieder gut, da unser Böses Ich nicht mehr ist. Wir sind zwar noch fusioniert, aber naja. Zwei Hälften, zwei Kälte zum Preis von einem. Meine Damen und Herren, das war No Time to Explain. Echt, das war ein abgedrehtes Spiel. Aber es hat mir gefallen. Ich mag Spiele, die so abgedreht sind, die nicht einfach immer nur Sinn machen, sondern die auch verrückt sind. All die verschiedenen Level. That was it. Gut. Also, ich warte gerade noch, bis wir im Menü sind, dann rede ich weiter. Thanks for playing. Disc 1, Disc 2, Moment, was? Disc 1? Disc 2? Bitte was? Geht das Spiel etwa noch weiter? Was ist das jetzt, Disc 2? Also, was mir besonders halt gut gefallen hat, ist die Spielmechanik, dass wir hier mit der Strahlenkanone uns entweder verteidigen oder halt hier uns beschleunigen können. Halt, dass wir bestimmte Level schaffen. Es hatte so ein bisschen was von Abenteuer, aber auch Jump'n'Run. Und halt auch die verschiedenen Gebiete, die wir dann besucht haben. Das mit den, was war es da, Roboter-Dinosauriern. Dann waren wir hier in den Höhlen, auf einem Vulkan, unter der Erde. Unter der Erde. Ja, das hier ist definitiv ein Fehler. Das hier und auch die Uhr. Naja, ist mir jetzt Schnuppe. Das Spiel ist geschafft und mir hat es sehr gut gefallen. Wie gesagt, so abgedrehte Spiele sind mein Geschmack, besonders das hier mit dem Tanzen. Oh, schönes Gimmick, schönes Gimmick. Und ja, also ich kann euch dieses Spiel weiterempfehlen, der einfach mal was Abgedrehtes haben will. Und besonders wenn er ein Fan von Zeitreisen ist, das ist ja auch ein großer Schwerpunkt. Und ja, ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen hat dieses Projekt gefallen. Und wenn Sie eben Vorschläge haben, was ich als nächstes Projekt machen könnte, so für zwischendurch halt oder Abend und so weiter, einfach andere Projektvorschläge, dann schreiben Sie mir die in die Kommentare und ich schaue, wann sich das arrangieren lässt. Und ja, was werde ich als nächstes Zwischenprojekt machen? Ich habe da noch ein paar Spiele in Planung. Nur, wann mache ich sie? Mache ich sie jetzt? Mache ich sie dann? Lassen Sie sich überraschen. Und ja, dann sagt die 93 Jovo noch, das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn wir durchs Gras laufen, wirbeln wir die Blätter auf. Das ist auch ein schönes, so Details. Die machen das Spiel auch wieder schöner und besonders auch, genau, das hat mir noch gut gefallen, die ganzen Hüte, die man sammeln konnte. Je nachdem, wie man sich dann gefühlt hat, konnte man einen anderen Hut aufsetzen. Also, dieses Spiel bietet sehr viel für Abenteuerspieler. Und meine Empfehlung hat es. Also. Somit beende ich dieses Projekt, sage noch, I love to entertain you, ihr 93 Jovo. Bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, schenken Sie Ihrem Booty, damit Ihr Booty straff bleibt. Ob Mann oder Frau, das ist doch egal. Beide Geschlechter mögen das, die Booty vom anderen Geschlecht. Also, Tschüssikowski.